Gemeinde drehten sich zu ihr um. Jetzt also auch Simone. Wir haben im Moment so viel auf und einmal die Woche kommen wir hierher und sonntags in die Kirche und ich schenke Erbarmen, wen ich will und erweise Gnade, wen ich will, sprach Pastor Meinders sehr leise, für die anderen kaum hörbar, die ein Gebet vor sich hin mit geschlossenen Augen und gefalteten Händen, ein Flüstern und Murmeln, wie um sich selbst zu beruhigen. Aber es war zu spät. Der Bote Satans war da und mit Worten allein war ich wieder aus der Welt zu schaffen. Ich frage mich auch schon eine ganze Weile, sagte Daniel, worin eigentlich der Unterschied zwischen Schule und Konflikte besteht. Pastor Meinders fiel inne, öffnete die Augen und rief: Der Unterschied? Der Unterschied ist der, dass du zur Schule gehen musst, zum Konfirmandenunterricht aber nicht. Du kannst jederzeit gehen, wenn du willst. Na, wenn das so ist, sagte Daniel, räumte seine Platten zusammen, nahm seine Tasche, seine Jacke und stand auf. Wo willst du hin? Fragte Pastor Meinders. Nach Hause. Das hier ist freiwillig und setz dich wieder hin. Setz dich sofort wieder hin. Er schrie jetzt in seine Stunde über Schutzbücher sprechen. Und bleib da sitzen bis zum Ende der Stunde, das wird ein Nachspiel haben. Das lasse ich dir nicht durchgehen, das nicht. Seine Lippen zitterten und schwindelte. Er spürte das Verlangen in sich aufsteigen, nach der Flasche in seiner Tasche zu greifen. Er hatte die Hand auch schon danach ausgestreckt. Da erinnerte er sich an den Ratschlag des Arztes, Dr. Ahlers, kräftig ein- und auszuatmen, sollte es wieder einmal soweit sein, und mit den Augen nach einem Halt zu suchen. Er fand ihn auch sogleich vor sich auf dem Blatt Papier und sagte: Kommen wir jetzt zu.